Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zum besten Büro der gottverdammten Welt, wo wir heute vermutlich, hoffe ich mal zumindest, wenn nicht zum Ende kommen, dann zumindest relativ weit. Und zwar fangen wir erstmal an mit den Sachen, die ich weiß. Ich denke mal, wir werden das jetzt, sage ich schon mal vorneweg, so machen. Sollten am Ende noch 2, 3 Endings fehlen, werden wir die wahrscheinlich in diesem Video schon mit einem Guide raussuchen, weil dafür dann nochmal ein eigenes Video zu machen wäre ja doof. Und dann hätten wir das quasi, weißt du, wären wir quasi fertig. Mehrere Sachen. Erstmal, ein paar Tipps haben wir auch bekommen, allerdings eine Sache, die mir noch einfiel. Pass auf. Das war dieser Pfeil. Genau. So, und es erschienen immer mehr Pfeile. Und irgendwo waren dann immer Knöpfe. Irgendwo in die Richtung, die dieser Pfeil gezeigt hat. Okay, das war problematisch. Das war problematisch. Des Weiteren habe ich mir sagen lassen, dass wohl auch was passiert, wenn man häufiger den Reset-Knopf drückt. Habe ich das richtig verstanden? Scheinbar nicht. Okay, also dann machen wir erstmal das hier. Das war irgendwie so. Wo war der jetzt? Das Ding ist. Jetzt musst du dann aufpassen, dass du nicht den roten triffst. Damit. Shit, wo ist denn der letzte? Oder ich weiß gar nicht, ob es der letzte ist. Ist es der letzte? Wahrscheinlich nicht. Komm ich jetzt auf der. Ich meinte eigentlich den nächsten. Ah, den nächsten. Nein, ist natürlich auch nicht der letzte. Also daran konnte ich mich dann noch erinnern, dass das irgendwie ja mal war. Aha. Aha. Wir kommen der Sache näher, hoffe ich. Alter. Aber was können wir damit jetzt machen? Das Ding, wo wir dann dafür sorgen mussten, dass alle einmal an... dass alle an sind. Das habe ich komplett vergessen. Das habe ich komplett verdrängt, ohne Scheiß. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Erinnerung. Aber Mist, das wollte ich gerade sagen. Fuck. Das ist wieder so ein wildes Geknick. Das Ding ist, wenn man einmal die Lösung für so ein Ding weiß, für so eine Art Spiel, dann hat man sie für immer. Nur das Ding ist, ich wusste sie nie. Problematischerweise. Aber ja, ist egal. Wir werden einfach mal eine Zeit lang. Ich bin gleich wieder am Anfang. Ist alles gut. Alles easy. Ja, hervorragend. Moment, das kann ich jetzt so machen. Oh, das ist so. Ach, guck. Da sind wir fertig. Das ist ja fantastisch. Wen haben wir? Wer bringt uns diesmal den Untergang? Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass dann auch, dass es... Also schwarz geht so gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt eigentlich... Das war jetzt nur ein Effekt, oder? Das war jetzt nur ein Effekt, hoffe ich. Okay, tolle Trophäe, die wir jetzt an die Decke hängen. Das ist ja ganz fantastisch. Das war eine Sache, die mir noch einfiel. Eine weitere Sache ist, dass... Was mir noch auffiel, ist das hier. 1, 2, 4, 4. Das ist nämlich, was wir auch hatten. Da ist allerdings die Frage, wo wir es eingeben werden. Ich schätze mal, dass das dann auf dieses Ding ist, auf dieses Ding kommt, wo hier dieses Viererpad war. Allerdings habe ich ehrlich gesagt gerade keine Ahnung mehr, wie man das erreicht. Ja, mit 8, 2, 6, 7 erreicht man das. Also das wäre dann jetzt, wenn wir das hier eingeben. 1, 2, 4, 4. Das sind ja so diese alten Erinnerungen, die dann irgendwie wieder hochkommen, wenn man sich dann... Okay. Ja, willkommen im Weltraum auch. Nee, ist gut. Wir sind offensichtlich von einem schwarzen Loch getroffen worden, das zufälligerweise genau in unserem Büro entstand. In unserem Kernkraftwerk. Aber die Wand, an der wir das Ding hängen können, ist natürlich trotzdem noch da. Das ist ja fantastisch, aber das sind jetzt die zwei Sachen, die ich noch auf dem Schirm hatte. Eine Sache war, worauf ich auch noch hingewiesen ist, dass man mit einem Hammer, ja, pass mal auf, der hat ja nicht nur, damit kann man ja nicht nur Sachen kaputt kloppen, sondern gerade dieser Hammer, der hat ja auch hier so ein Ding zum Aufmachen. Und wenn ihr euch jetzt mal erinnert, dass jetzt das, worauf ich das beziehe, ob das stimmt, weiß ich nicht. Man könnte den jetzt nehmen, man könnte versuchen, damit irgendwie hier sowas zum Beispiel noch kaputt zu machen. Das weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Also davon ab hatten wir den Schrank sowieso schon auf. Aber eine Sache, an die ich mich erinnert habe, ist, dass auf diesem Ding, wenn man das jetzt mit Schwarzlicht anguckt, ist da ein Schloss drauf. Deswegen... Und es funktioniert tatsächlich. Und damit kriegt man es tatsächlich auf. Und da ist ein Telefon. Ein verficktes Telefon. Moment. Die Nummer, da wurde ich auch drauf hingewiesen, dass die auch noch irgendein... Ist natürlich die Frage, mit Vorwahl oder ohne. Ich mach mal einfach 3992364. Oder mit Vorwahl? Muss ich den hochheben? Ah, ich muss den hochnehmen. Ah, Moment, okay. Also 3992364. 2364. Schau mal, mit Vorwahl. Schade, okay. Versuch was wert. Also 311.
Dann 3, 9, 9. Das wird jetzt 2, 3, 6, 4. Das muss jetzt aber auch funktionieren, sonst bin ich enttäuscht. Freizeichen! Ein Faxgerät. Toll! Passiert noch was? Muss das sein? Also muss das so passieren? Was ist das denn? Moment, das ist Morsecode. Das ist Morsecode. Moment. Morsecode? Oh. Moment. Okay. Morsecode ist da. Da, diese Stelle ist Morsecode. Moment, wie komme ich nochmal an diese dumme Schwarzlichtlampe? Warte mal, war das hier? Mach das erstmal weg. Ich hab nämlich jetzt eine Vermutung, das war natürlich falsch. So, die Schwarzlichtlampe geht nämlich mit rechts rum und pass mal auf, hier steht Morse oben unten. Ich kann jetzt nur vermuten, dass diese Buchstaben, DNI, das sind die einzigen Buchstaben, die wir haben, die irgendwo einzeln rumstehen, meine ich. Weil hier steht doch A, aber das wird es ja wohl nicht sein. Kaboom. Das steht direkt da oben drüber. Morse, DNI. Dass das miteinander zusammenhängt. Ansonsten diese ganzen Zeichen, die ja hier auch noch drauf sind, das könnte noch irgendwas sein. Aber das ist jetzt das, was... DNI. Das ist jetzt das, was ich mir darunter noch vorstellen kann. D wäre jetzt natürlich die Frage, was heißt lang und was heißt kurz? Gehst du mal davon aus, dass oben kurz ist und unten lang oder was? Ich habe keine Ahnung. Machen wir oben kurz und unten lang. Wieso wechseln wir mit dem Fokuhila? Also wir machen mal einfach D. Im Moment, das passt ja so schon mal gar nicht. Fuck! Ich kann ja nur vier Sachen eingeben. Also kann das ja schon mal nicht sein. Scheiße. Oder das hier? Da kann ich nämlich mehrere machen. Was ist... Das Morse bezieht, pass mal auf, das Morse bezieht sich auch auf der Pfeilzeit nach oben. Ich soll das, was hier steht, in Morse hier eingeben. Pass mal auf. Also vielleicht ist 0 ist ein kurzer Strich und 1 ist ein langer Strich. Also wäre das, Moment, ich fang doch mal von vorne an. Und zwar wäre das dann, oh, wenn das jetzt stimmt, ne, pass mal auf. Also das wäre dann 1, 0, 0. N ist 1, 0 und I ist 0, 0. Das hat gepasst! Als ich gerade gesehen habe, dass das von der Nummern, also von der reinen Zahl, der reinen Menge an Zahlen schon passt, da habe ich mich schon drüber gefreut. Heilige Scheiße. Nein, wir saufen. Oh, wie cool ist das denn, bitteschön, Alter. Es fehlen wirklich nicht mehr so viele Endings. Es fehlen wirklich nicht mehr so viele. Jetzt mal ohne Scheiß, wie cool ist das denn? Eine Sache, die mir auch noch gesagt worden ist, ich solle doch mal gucken. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Nach diesem Zeitding. Also dieses Ding, wo man die Zeit so verstellen kann. Ich schätze mal, dass es hiermit auf jeden Fall schon mal anfängt. Wie kommt man da nochmal hin? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit diesen Koordinaten muss es noch auf sich haben, wo ich das Ding gerade hier offen sehe. Also wir hatten ja dieses, wo habe ich es notiert? Irgendwo habe ich es bestimmt hier liegen, bei meiner Zettelwirtschaft. D4, D1, B4, D7 und B1 habe ich hier stehen. Also keine Ahnung, was das war. Das war so eine Art Karo, irgendwie sowas. Das hat bestimmt was, pass mal auf. Ich kann mich daran erinnern, dass das letzte Ending im ersten Teil war irgendwas mit einem Diamanten. Das hat irgendwas, wir haben ja noch diese komische Tür, die dann so, die hier normalerweise erscheint. Mit diesem ganzen gelben Zeug da, was das zumacht. Ich meine, das hatte irgendwas damit zu tun und ich glaube, dass das irgendwas auch hiermit zu tun hat, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Erstmal muss ich jetzt zurückkommen zu diesem Zeitding, was hier, glaube ich, rauskam. Also eventuell mit dem anderen Code hier, 8020, kann das sein, dass das irgendwo hierher kommt? Moment, das macht nur das auf. Also das meinte ich. Schön, dass wir das dann jetzt auch sehen. Dass irgendwas hier hinter natürlich noch sein muss. Die Frage ist, wie wir es aufkriegen. Und dann hiermit noch irgendwas. Aber wie komme ich zu diesem Schaltding nochmal zurück? Ich habe vergessen. Übrigens eine Sache nochmal kurz am Rande. Wenn ich das richtig verstanden habe, symbolisiert dieses Ding hier eine stilisierte Form von dem Slytherin-Wappen aus Harry Potter, wenn ich das richtig verstanden habe. Also an die Leute, die gerne Harry Potter gucken, denen das noch nicht aufgefallen sein sollte. 8008, weil die Zahlenkombination hier. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass wir das hier hatten, aber ich habe keine Ahnung mehr, woher die Zahlenkombination 8008 kommt. Ehrlich gesagt, das habe ich komplett vergessen. Hier ist ein Diskettenschlitz drin. Pass mal. Mir wurde gesagt,
dass ich mir dieses Ding nochmal komplett, nochmal genau angucken soll. Und da ist ein Diskettending drin. Wo hatten wir gerade eine Diskette? Wir hatten hier eine Diskette. Und so fügt sich plötzlich dann alles zusammen. Das ist der Wahnsinn. Also, das Telefon, damit hatten wir ja kein Ending. Das heißt, damit muss auch noch irgendwas passieren, schätze ich mal. Alter. Oh, das ist dieses Bombenspiel. das Spiel hat mir Kopfzerbrechen bereitet damals. Das hat mir richtig Kopfzerbrechen bereitet, weil ich glaube, man muss das schaffen, wenn man das Ending kriegen will. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Ich meine, das war so, aber nagelt mich nicht drauf fest. Das wird vermutlich jetzt eine Katastrophe. Das wird vermutlich eine reine die reinste Katastrophe. Machen wir hier nochmal einen drauf irgendwo? Machen wir hier nochmal einen drauf irgendwo, sagte er und bombardierte eine komplette Stadt. Das ist ja lustig. Das ist hier natürlich. Ach ja, genau. Das muss so, dass er nicht gegen die Häuser fliegt. Das heißt, ich muss jetzt hier zwingend was machen. Da muss ich jetzt den treffen. Nein. Doch. So ist gut. Ich darf nicht gegen die Häuser fliegen. Das ist das Problem jetzt an der Sache. Und jetzt werde ich aber gegen die Häuser fliegen, weil ich nicht mehr genug Schüsse habe, um das hier überhaupt alles wegzumachen. Jetzt fliege ich wahrscheinlich dagegen. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das Ending nur bekomme, wenn ich das schaffe, oder? Dass ich jetzt kein Ending kriege? Ich kriege jetzt kein Ending. Also ich muss das schaffen. Und dann schauen wir mal weiter. Moment, Gott, das wird dauern jetzt. So wie ich mich kenne, wird das jetzt dauern. nur noch den einen. Bitte triff. Yes! Hab ich geschafft? Ich hab geschafft. Press reset to continue. Also, reset to continue, yeah. wir haben ein lustiges kleines Flugzeug hier rumfliegen. Oh, wie cool. Das ist sehr, sehr, sehr. Hab ich im Grunde genommen beinahe schon vergessen, dass dieses Spiel überhaupt mal hier drin war. Drück jetzt mal einfach. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das letzte Ending wieder wie im ersten Teil eigentlich keins ist, was man selbst freispielt, sondern eins, was erscheint, wenn wir die letzten haben, fehlen tatsächlich jetzt nur noch drei. Und dadurch, dass das so wenig sind und mir gerade wirklich wenig noch einfällt, werde ich jetzt einfach mal gucken, was wir damit so machen können. Also anfangen tun wir erstmal, wenn ich das richtig verstehe, mit 8267. Also ganz normal hier, warte mal, das war nach links. Und dann, wie das nochmal merken würde, dass das links hier auf der richtigen Seite ist, das ist fantastisch, nachdem ich es ungefähr 800.000 Mal falsch gemacht habe. Das, dann glaube ich, 8020 kann man hier gleichzeitig auch noch eingeben, sodass sich noch mehr öffnet. Dem ist so. Und hiermit muss jetzt irgendwas geschehen. Hier müssen wir jetzt eingeben, Yellow, Red, Blue. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, wenn ich ehrlich sein soll. Yellow, Red, Blue, also das hier ist es nicht. Das hier ist es nicht. Also dieses Green, Red, Yellow, Blue. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also das müssen wir jedenfalls als nächstes machen. Dazu müssen wir das hier auch noch machen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Dann geht das auf. Hier drin müsste sich jetzt irgendwas befinden. Ich weiß allerdings nicht, wie man das aufkriegt. Mit dem Schraubenzieher scheinbar nicht. Oder sind das jetzt hier die Koordinaten, die ich brauche, damit das da hinten aufgeht? Ist das jetzt das, was ich brauche? Weil da, pass mal auf, ich glaube nämlich, dass hier ein Diamant rein muss und hier drin ist bestimmt der Diamant. Und dafür müsste man jetzt die Koordinaten eingeben, die wir damals hatten. Die wir damals rausgesucht hatten. Ich weiß, ich glaube, das war. Na, das ist ja schon wieder schief. Natürlich. Also das jetzt eventuell. Ach komm schon. Das ist eventuell das, was wir machen müssen, dass so dann der Diamant erscheint. Also das wäre dann hier. Hier. Hier, weil das wäre ja ein Diamant. Tatsächlich. Okay, so funktioniert das Ding. Das muss hier alles erst auf sein, ansonsten passiert das alles gar nicht. Und dann kann man diesen Knopf erst drücken. Und da soll irgendwer alleine drauf kommen. Ich meine, dass man. Ich hatte dieses. Danke. Alter. Ich hatte dieses Ding mit diesem Diamant, mit diesen Koordinaten, das hatte ich zwar schon noch im Kopf, aber dass man das dann erst nutzen kann, Alter, wer soll denn darauf kommen? Also das war auf jeden Fall das nächste Ending. Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass die Reihenfolge jetzt relevant war, aber das hätte man machen müssen, da einfach den Diamant eingeben, dann wäre das aufgegangen, dann den Diamant da rein und dann auf den Knopf. Heilige Scheiße, nächstes! Eine Sache, auf die ich übrigens auch noch hingewiesen worden bin, ist das eine Sache, die man, das ist auch aus Teil 1, stimmt, man konnte irgendwann hier 2001 eingeben. Wie eine Odyssee, keine Ahnung, wie heißt das, Odyssee, irgendwas, keine Ahnung, in die Zukunft, irgendein Film. Und dann, das ist das, was ich meinte mit dem Planeten. Ich vermute jetzt mal einfach, dass das hier. Oh, hier kann ich Earth mitmachen. Eventuell. Also, Earth. Ein Schlüssel. Ist jetzt hier was anderes drin als beim ersten Mal? Moment, ich kann die Nähe darauf gar nicht nutzen. Worauf kann ich denn dann einen Schlüssel nutzen? Auf die Tür?
Also was ich jetzt gerade eigentlich sagen wollte, schön, dass es tatsächlich Earth ist. Ich habe einfach nur mal aus Spaß Earth eingegeben. Scheinbar ist es richtig gewesen. Dass hier ja an der Wand so ein Ding war mit dem Planeten. Ich schätze mal, dass dann die drei, die da dran standen, sich auf den dritten Planeten bezogen und die Erde der dritte Planet im Sonnensystem ist. Irgendwie sowas um den Dreh. Aber was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Scheinbar muss man viermal gelb drücken. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Moment, ich muss den Schlüssel jetzt weglegen, dann viermal gelb drücken. Und dann erscheint ein Schlüsselloch. Ich habe keine Ahnung, warum viermal gelb oder wie man drauf kommen soll. Das muss man ja... Okay. Vermutlich versehentlich machen eigentlich schon mal... Legen wir es. Ja, wir fliegen ins Weltall. Ja, okay. Da wird ja immer schlimmer hier mit den Endings. Da ist das Kind, toll. Und dafür sind wir jetzt alle Affen, oder was? Also, wie man drauf kommen soll, das muss man, eigentlich muss ja schon fast Glück sein, oder? Aber da ist der Schlüssel dran, den sieht man da nur so transparent, den sieht man von unten gar nicht. Aber da ist der dran gewesen, wie schön. Also, das, so das funktioniert, damit sind wir jetzt tatsächlich das beim letzten Ending, Alter. Also beim vorletzten genau genommen, aber ich glaube, das letzte ist mehr oder weniger wieder automatisch, wenn ich jetzt raten müsste. Also, das war jetzt schon schwierig. Ich weiß nicht, wie man drauf kommen soll, einfach viermal gelb zu drücken. Das muss ja eigentlich aus Zufall passieren oder steht irgendwo. Dafür brauchen wir dann jetzt tatsächlich das letzte Ending. Dafür brauchen wir jetzt dann wieder das Telefon, also kümmere ich mich da erstmal drum. Zusätzlich zum Telefon muss man hier wieder einen Farbcode eingeben. Ich glaube, dass in irgendeinem Ending ist das so, dass da irgendwann mal eine Farbkombination steht. Es kann gut sein, dass die das ist, und zwar ist das rot, gelb, gelb, blau, dass die da angezeigt wird und so wird das dann hier freigegeben. Kann sein, dass wir dann jetzt den Typ anrufen müssen? Ich mach das jetzt mal einfach. Wir nehmen das jetzt ab. Ich kann das hier drauflegen. Muss ich das da drauflegen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das da drauflegen muss. Ansonsten, weiß ich nicht. Und wir wählen jetzt einfach die Nummer nochmal. Das wäre dann wieder 311 399 und dann 2364. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert? Dass das Ding jetzt vielleicht die Signale umwandeln kann? Diese Fax-Signale? Passiert nichts. Oh, hi! Login Josh. Ja, wir sind in der Matrix, verfickte Scheiße, dann geht's ja doch. What? Greetings, Producer Falcon. Tic-Tac-Toe. Number of players. Einer oder keiner? Nein, 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 nein. Winner, was geschieht? Ich möchte gerne nicht. Ich traue mich nicht mehr, mich in diesem Spiel umzudrehen. A strange game. Ach, pff. Also ich habe nichts festgestellt in diesem Spiel, was irgendwie merkwürdig wäre, um Gottes Willen. Wouldn't you prefer a nicer game of chess? Nee, lass mal gut sein. Schach bin ich nicht sonderlich gut drin. Ich hab Schach mal irgendwann, es gibt ja in Facebook-Chats gibt's auch Schach. Da habe ich verloren. Das stimmt eigentlich gar nicht, nur ich war nicht sonderlich gut. Passiert jetzt gar nichts mehr hier. Muss ich jetzt Reset machen? Und das war's. Tic-Tac-Toe. Wunderschön. Damit haben wir alle Endings in dem Spiel. Ich schätze mal, dass das letzte dann jetzt wieder automatisch kommt. Hi. Hey. Phew. I need to take a bathroom break. Just stay here for a minute. Natürlich. Wie immer. What? Did you ask what that panel's for? Nah, don't bother. It's just a coffee machine. Genau, kann man die, ach, eine Kaffeemaschine. Right? I don't know where it came from. Just appeared here one day. Sometimes it shows ads on the screen. You can order some coffee while I'm gone. Just push the red button. Also ist es jetzt wie im ersten Teil einfach auch wieder eine Kaffeemaschine, ja? Wir drücken auf den Knopf und kriegen einen Kaffee. Ist das nicht schön, meine Damen und Herren? Ja, dann trink mal schön dein Käffchen hier. So, guck mal, da sind jetzt aber einige Leute, müssen damit jetzt aber höchst zufrieden sein. Und dann sogar mit Ending Screen. Es ist genauso wie im ersten Versuch eigentlich für mich ein absolut tolles Spiel gewesen, auch wenn man natürlich... Aber gut, es hilft natürlich, wenn man jetzt alle oder einige... Die alle ja gar nicht, die haben sehr viel auch neu gemacht, finde ich. Oder ich habe ein paar Sachen vergessen, was auch immer. Aber ich glaube, da war auch relativ viel Neues bei. Das natürlich hilft, den ersten Teil davon gespielt zu haben. Aber trotzdem war es jetzt irgendwie dann doch wieder frisch, weil ich finde, dass die Endings... gerade durch das Dreidimensionale hier, das Ganze schon richtig, richtig aufgewertet haben. Ich finde die Rätsel absolut genial. Die Endings besonders waren echt teilweise der Knaller. Also das Illuminati-Ding oder der Alien, der plötzlich hinter einem stand. Ich finde schon, dass das Stil hat. Also einige Sachen jetzt gerade vor allem... die letzten drei, auf die ich wirklich... Ich meine, es gäbe mit Sicherheit irgendwelche Hinweise drauf, wie man das jetzt machen muss.
Vielleicht stehen die auch auf diesen Zetteln hier. Da war auch irgendwas. Diese Zahlenkombination ist scheinbar nicht mehr im Spiel. Ich meine, das war so, dass man das daraus irgendwie nehmen musste im ersten Teil, im Original, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das, fand ich schon schwierig. Also selbst die Koordinaten, selbst wenn man die Koordinaten hier für den Diamanten da, wenn man die wusste und die einfach nur eingegeben hat, ohne dass dieses D4 da auf war, passierte nichts. Deswegen hatte ich die zwischenzeitlich eigentlich schon fast quasi weggeschoben, weil es passiert ja sowieso nichts. Nur, also das ist natürlich das Schwierige, aber ich meine, das soll es ja auch sein. Man muss ja nicht alles direkt in die Hand gegeben bekommen, auch wenn wir natürlich jetzt für den Rest einen Guide genommen haben. Aber thanks for playing, thanks for letting me, Alter. Sehr, sehr cooles Spiel. Sehr, wirklich richtig cooles Spiel. Ich hatte mindestens genauso viel Spaß wie beim ersten Mal. Kriege ich jetzt das Ending? Ich möchte lieber noch. Wir trinken noch ein Käffchen. So, guck, damit müssen jetzt alle zufrieden sein. Kann ich jetzt hier drauf drücken oder muss ich jetzt hier drauf drücken? Damit haben wir alles. Heilige Scheiße. Wie gesagt, ich fand's wieder ähnlich cool, sogar noch besser. Die haben es tatsächlich aufgewertet. Sowohl vom Gameplay her als auch von der Optik her sowieso. Ziemlich, ziemlich cool. Das, sehr, sehr schade, dass ich es zeitlich nicht hingekriegt habe, das Ganze auch mal in Virtual Reality zu spielen, weil, keine Ahnung, die Sensoren noch nicht an der Wand angebracht sind. Vielleicht gucken wir uns das ja dann nochmal zumindest mal an. Ansonsten, meine Damen und Herren, für dieses wunderbare Spiel bitte Like-Button kaputtkloppen. In den Kommentaren haben wir irgendwen dabei, der diese Dinger alle alleine rausgefunden hat, ohne Guide? Das würde mich mal interessieren. Vor allem, wo die Sachen herkamen, die mir jetzt fehlten. Ob das viermal gelb irgendwo angeteased worden ist oder ob das diese andere Kombination, die wir jetzt zweimal auch brauchten, noch irgendwo anders stand. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ansonsten, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wartet, offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.